Kurz und knackig, wie erstellt man eine Bauchbinde in Daminchi Resolve? Dafür brauchen wir nur genau zwei Sachen. Ihr geht einmal oben links auf Effects drauf und hier brauchen wir dann zum einen einmal einen Text, am besten die Text Plus Note, weil wir damit noch mehr Möglichkeiten haben und bei Generators brauchen wir einmal hier eine Solid Color als kleine Farbfläche. So, und wenn wir diese beiden Sachen jetzt hier haben, dann können wir direkt einmal hier die Farbe ändern. Zuerst einmal hier von der Farbfläche würde ich jetzt hier eine weiße Farbfläche befassen. Und bei dem Text nehmen wir einfach mal hier eine blaue Farbe. So, jetzt gehe ich hier zurück auf die Solid Color, gehe einmal in die Settings rein und schneide mir das jetzt hier erstmal zurecht, also in so ein kleines Rechteck, indem ich jetzt hier auf den jeweiligen Seiten das einfach mal so ein bisschen zuschneide. Und jetzt kann ich auch noch von rechts das so ein kleines bisschen reinschneiden und damit haben wir schon mal die Fläche für unsere Bauchbänder So, jetzt verschiebe ich noch diese Fläche hier bei der Position Y etwas weiter nach unten und ich kann tatsächlich sogar hier mit Crop Right auch noch so ein bisschen mehr rausschneiden und jetzt nehme ich hier den Text und tue diesen jetzt von der Position auch so hin verschieben, damit ich diesen hier auf meiner Farbfläche drauf habe. Jetzt kann ich auch direkt einmal den Text reinschreiben, wie zum Beispiel Nehmen wir jetzt einfach mal meinen Namen Andreas Lang und dann richte ich einmal diesen Text hier richtig schön mittig aus, also so wie ich ihn auch auf der Bauchbinde dann haben möchte. Und jetzt möchten wir das natürlich animieren, weil, wenn das jetzt einfach so statisch hier ist. Ist das natürlich schon ziemlich langweilig und deswegen werden wir das jetzt einmal kurz gemeinsam durchgehen. Ich wähle mich hier die Solid Color aus, gehe dann auf der rechten Seite im Inspektor einmal hier auf das Keyframe-Symbol. Und jetzt mache ich folgendes. Und zwar hier bei der X-Achse fahre ich jetzt einmal diese weiße Farbfläche ganz nach links, bis man die nicht mehr sieht. Und mit der rechten Pfeiltaste gehe ich jetzt genau 8 Frames weiter nach rechts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und dann mache ich Folgendes und zwar hier bei der Position X fahre ich jetzt hier mit dieser Farbfläche wieder so weit rein, wie die davor war. Also ungefähr so würde ich sagen, möchte ich das gerne haben. Und jetzt haben wir schon mal hier diese Farbfläche animiert. Wenn euch das noch ein bisschen zu schnell war, wie das gerade eben hier bei mir ist, habt ihr die Möglichkeit hier diese Keyframes auch nochmal auf diesen Pfeil zurückzusetzen und einfach noch ein paar Frames weiter nach vorne spielen. Also, dann springt ihr nicht acht Frames weiter nach vorne, sondern zum Beispiel 15 Frames, und dadurch wird dann dieses weiße Farbfeld viel langsamer reingefahren. So, jetzt ist es aber so, dass wir diesen Text noch animieren müssen, und da würde ich euch jetzt folgendes empfehlen: Und zwar hier müssen wir jetzt noch mal zu diesen acht Frames weiter nach vorne springen, also genau da, wo diese Animation endet. Und da würde ich jetzt folgendes machen, dass ich hier den Text einmal hier vor mein Spielkopf ziehe, und um dem die Krönung zu geben, würde ich jetzt auch noch mal hier so eine kleine Einblendung machen und wenn wir das jetzt noch mal abspielen, dann sehen wir auch schon haben wir kinderleicht eine Bauchbinde erstellt. Nun müssen wir nur noch eine Sache tun, denn wenn ich das jetzt so lasse, dann würde der Text einfach statisch verschwinden. Das möchten wir nicht. Wir möchten auch, dass dieses weiße Feld wieder rausfährt und der Text wieder verschwindet und genau aus diesem Grund machen wir jetzt folgendes und zwar hier bei der Textnot würde ich das hier einmal kürzen und dann würde ich hier wieder eine Ausblendung machen, genauso lang wie hier am Anfang. Und hier unten bei der Solid Color gehe ich dann einmal wieder drauf, aktiviere das Keyframe-Symbol und hier gehe ich dann in genau dem gleichen Intervall mit meinem Farbfeld wieder raus. Das bedeutet, in meinem Fall fahre ich jetzt wieder acht Frames mit der rechten Pfeiltaste nach vorne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So und jetzt mache ich das so, dass ich hier mit der Position einfach wieder hier langsam rausfahre, bis das weiße Farbfeld weg ist. Perfekt, das war's auch schon. Und wenn ich mir das jetzt noch einmal hier anschaue, dann seht ihr, haben wir innerhalb von drei Minuten eine perfekte Bauchbinde erstellt. Ihr habt aber natürlich auch noch die Möglichkeit auf der Seite Envato Market euch solche Bauchbinden runterzuladen. Hier oben links bei Videovorlagen gibt es das auch speziell für DaVinci Resolve. Und da findet ihr natürlich auch noch mal deutlich professionellere Bauchbinden, auch mit Logoeinblendungen und sowas. Also ich kann euch diese Seite wirklich nur empfehlen. Es kostet euch gerade einmal 14,50 Euro im Monat. Dafür habt ihr aber hier unlimitierte Downloads und ihr könnt auch jederzeit dieses Abo wieder kündigen, falls ihr dieses Abo nicht mehr benötigt. Wie gesagt, absolute Empfehlung. Hier findet ihr alles Mögliche, was ihr für DaVinci Resolve benötigt. In Envato Elements werde ich euch mal unten in die Videobeschreibung verlinken. Wenn du nun wissen möchtest, warum ich die text -Note überhaupt gar nicht verwende, sondern die Text-Plus-Note, dann schau dir noch unbedingt hier auf der Seite das nächste Video an.